Alter, was geht ab, Leute? Hong hier mit der nächsten Folge. Die schauen wir uns direkt an. So, Play. Ihr wisst. Oh. Mach mir ein bisschen leiser. Ihr wisst, ich bin momentan in Dortmund. Wenn ihr das Video hier seht. Ah, nee. Wenn ihr das Video hier seht, ist Montag. Ich bin zurück. Aber ich bin noch so K.O. Die Videos kommen die Tage erst. Ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook und so. Dann seht ihr auch ein paar Fotos, Highlights von Dortmund. Wir haben angefangen, die alten Folgen abzuchecken. Moment, ich drück mal Stopp. Wir haben angefangen, die alten Folgen abzuchecken. Anlässlich des zweiten Jubiläums. Folge 1 und 2 waren so schlecht. Folge 3, das ist immer noch derselbe Tag von Folge 2. Aber ich habe das einfach in zwei Teile geteilt. Das einzig Interessante ist, so rumschauen, wen man da alles kennt, der damals so gesuchtet hat. Den hier in Rot. Ja, ihr seht meine Maus nicht. Der da sitzt, der in Rot, den kenne ich. Ansonsten machen wir mal weiter. Jetzt können wir wieder lauter machen. Bisher nichts passiert. Erste Folge, wir sind sinnlos irgendwo hingegangen. Ich kann mich immer noch nicht erinnern, wohin. Folge 2, irgendein Typ auf der Bank hat ein Carport entwickelt, das war's. Und zum ersten Mal nach zwei Folgen, Folge 3, packe ich mein Handy aus. Alter, Folge 1 und 2, ich hab nicht mal mein Handy ausgepackt. Ich hoffe, es bleibt. Jomo-Gleber bei den Tagen. Mit dem ersten Bayern-Missgangerisches Mischstück. Zu krass, Mann. So schlecht, die Folgen. Aber die Attacken sind nicht so gut. Ach so, jetzt was. Was haben wir denn überhaupt gefangen? Was für Attacken nicht gut? Ja, Konfusion ist scheiße, jetzt sag mal. Konfusion. Alarmus. Konfusion ist scheiße. Und Dimi musste das Spiel neu starten oder so? Sein Handy war endschlecht. Ja, ich behalte es aber erst mal. Ja, nein. Mit 1,6 sowieso bald. Mit 1,6? Ich würde gar nichts mit 1,6 bald. Schon gut. 1,6 Lamus. Und wir reden darüber, den zu behalten. Es kam eine kleine Welle, bevor wir gehen wollten. Sehr klein. Kaum merkbar. Jetzt kommt ein Stern, du. Jetzt kommen wieder andere Sachen. Ja, Mann. Damals gab es so Zeiten, da kam nur Tomato. Oh, der entwickelt irgendwas. Alter, Entogon! Wen juckt ein Entogon, Mann? Was kann's? Aquaknarre, Eisstrahl. Geht gut. Eisstrahl und Aquaknarre. 1,6 hat es. Endgeil. Ja. Er sagt Endgeil. 1,6 ist so schlecht. Und Wasser, Aquaknarre, Wasser, Eisstrahl, End schlecht. Yes, Pummelung. Also wenn, dann Hydro-Pumpe. Bei mir ist es so Nacht. Damals gab es noch gar nicht Tag und Nacht. Alter, 1,6 erfreut sich so. 1,5 okay. Wir sehen noch ein Entogon, das entwickelt wird. Mein Gott. Okay, damals gab es schon Tag und Nacht, oder nicht? So 1,5, 1,4 würde ich schon mal das Setup. Aber keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja. Alter, wieso will er auch Eisstrahl haben? Konfusion, Psychokinese. Doppel Psycho, das ist eigentlich nicht so gut. Ja. Und 1,3. Ja. Ich habe ja noch, ich kann ja noch 2 entwickeln. 100 Entrum-Bombons. Ui, der Lapras. Mein Gott, Lapras aus dem Nichts. Das ist ein bisschen zu laut. Lapras mit Fragezeichen. Mein erstes Lapras, Leute. Oh, jetzt? Ich hab kein Teil. Kein Bildschirm. Aufnahmeprogramm. Mit einem Software überbei. Mein Gott, was ist das für eine Kamerahaltung? Oh mein Gott, ist das, hat die Kamera noch gar nicht unter Kontrolle? Zur Sicherheit. Ist insgesamt ein gutes. Oh. Tot, Ivy. Aber ich hab ihn. Neuer Dex-Eintrag! Mein Gott, Mann! Yay! Nein, wie viel hat's? Oh, es hatte Fragezeichen. 1,7! 1,7 war das stärkste, was ich jemals hatte, deswegen die Fragezeichen. Boah, sein Lapras hat 1,700! Die kommen sonst nicht so hoch. Also, es kommt nur Fragezeichen, wenn es stärker ist als dein stärkstes Pokémon. Ja, gut, dass mein 40 hatte. So. Oh mein Gott, habe ich leider Entart, Mann. Oh mein Gott, immer noch nicht. Nein, Mann.
Oh mein Gott, Dimi. Dimi, der König des Leidens. Okay, schau dir den Pokéball jetzt an. Oh mein Gott, Mann. Alter. Man muss sagen, Lapras stand damals echt behindert. Er stand echt komisch. Das ist weggerifft. Es gibt so ein Video, da hat Tati echt eine halbe Stunde mit einem Lapras gekämpft. Das war echt verrückt. Zwei. Das Video sehen wir noch. Oh mein Gott. Das war auch in Staffel 1. Richtig saftig. Ah ja. Lapras. Das ist so ein Blizzard, das ist schon ein guter Tag. Das Highlight bisher. Ein wildes Lapras, Fragezeichen. Das ist ja, sonst ging echt gar nichts hier. Abra, okay. Ich habe gelernt, setze keine normalen Pokéball ein. So ist es. Du lernst aber schnell. Ich habe gelernt und habe es gefangen. Ja, meins so voll schnell. Ah, Demi. 153, ja, meins so. Alter, ich will mal die andere Seite sehen. Ich will die Leute sehen. Ob ich da irgendjemanden jetzt kenne noch. Echt? Das interessiert mich. Das ist so das Geile bei den alten Videos. Müssen wir uns das mal merken. Ich glaube, das ist ein Team-Bonus. Notieren. Samstag, 19 Uhr, Lapras. Sag mal 19 Uhr. Echt verrückte Theorien hatten wir damals. Samstag. Mehr dazu demnächst. Da, dieser Vasili, der hatte eine verrückte Theorie mit Turtok. Das Video ist echt legendär. Tja. Oh mein Gott. Film ihn doch, wie er leidet. So, Alter. Hand in der Kamera im Bild. So schlecht. Oh, ihr habt einen lustigen Moment gerade verpasst. Einem ist Lapras geflohen. Und hab ihn so gefilmt. So an der Kamera kurz gedreht. Nach 8 Minuten ist es soweit. Jo. Das ist ja noch belohnt. Was passiert denn hier? Alles auf der Folge. Okay. Naja, schauen wir mal weiter. Okay, diese ganze Stelle hätte ich wegschneiden können. Hier hatte ich schon bessere Tage. Ja, heute war nicht so gut. Wobei, also das Lapras hat eigentlich schon rausgerissen. Das hat was rausgerissen, ja. Also, das war schon echt. Wenn du bedenkst, wie scheiße heute war Lapras echt. Auf jeden Fall Lapras. Neuer Eintrag im Pokédex. Ja, man, neuer. 4-5 neue Eintrag. 4-5 neue Eintrag, ja. Nicht der Anfänger. Also, gelb ist im Comment. So ist es. In gelb von der Wind. Fantimos ist das Pokémon, was zum Beispiel in Europa zu fangen. Fantimos. Okay. Regional. In Asien kann Gama in ein regionales. Ich hab's gefangen, Leute. Ja. Das Ende war richtig gut, Lapras und Pantimos noch erwischt. Pantimos damals richtig, richtig, richtig selten. Okay. Niantic hat es danach erhöht. Wegen den ganzen Besuchern, Touristen. Die hatten Probleme, die regionalen zu finden, nachdem sie angereist waren. Manche sind echt ohne zurückgefahren. Danach hat Niantic das einfach erhöht. Und seitdem ist Pantimos eigentlich eine Plage. Juhu! Ihr seht, neuer Dex-Antrag, also. Pantimos war damals schon echt selten. Okay, Dratini und Shigi in der Game. Dratini. Ja, das ist da hinten, 100%. Ja. Ihr hört, er hat auch Shigi gesagt. Ja, wir wurden belohnt, dass wir gehen. Damals startet er echt selten und so. Was schickt sie jetzt? Kingler. Oh mein Gott, das Ende geht richtig ab gerade. Kingler. Ja, okay, 682. Oh mein Gott, Ron. Sag mir gleich, was unseres hat. Was du meinst? Oh, 876, schon richtig saftig, Mann. Der ist gar nicht saftig, Mann. Kann man schon was anfangen, gleich mal eine Beere. So ein Scheiß, damit kann man gar nichts anfangen. 800er Kingler. Alter, was willst du damit anfangen? Schau mal, ob es drin bleibt. Oh mein Gott. Der bleibt 100 Pro drin. Nee, Mann, hat sich befreit, der ist nicht hier. Oh mein Gott, er ist geflohen! Oh mein Gott, Mann, ich leide echt. Ja, meiner wird wahrscheinlich nicht fliehen, aber meine wird 82. Alter! Und jetzt tschüss. Oh mein Gott. Alter! Du machst das. Das Prinzip werde ich es jetzt fangen, auch wenn ich es nicht will. Ich sehe nicht, dass du es fakest. Oh mein Gott. Ich sehe nicht, dass du es fakest. Was für Folgen, Mann, was für Folgen, Leute. Großartiger Mord. Das ist zu hart, Mann, zu hart. Bye-bye.
Editor. Falls ihr euch fragt, was das für ein Spruch ist, der ist von Jackie Chan. Jackie Chan Adventures. Der Onkel sagt das immer, ein Zauberspruch. Und Demi benutzt den immer bei, wenn er nicht gönnt, bei Poker und so hat er das immer benutzt, um die gegnerischen Karten zu verhexen. Und Yu-Gi-Oh! Oh mein Gott, Mann, was und, oh mein Gott, neuer Dexter-Gott! Alter, wie konnte ich den noch nicht haben? Mit Team Blau. Ja, okay, den hätte ich eigentlich entwickeln können. Ich hatte genug Bonbons. Was will ich schon so 10 Bahnen, Alter, Mann? Oh mein Gott. Bei mir ist es gleich beim ersten Ball geflogen, der hässliche. Okay, vierter Größe. So schlecht. Kingler. Okay, jetzt hat das. Ja, okay. Das wäre schon krass gewesen. Was für ein Abenteuer. Mein wildes Kingler. Also ich hätte einfach nach dem Lapper stoppen sollen. Okay, nach dem Pantimos vielleicht noch, aber... Digga, diese Kingler-Szene war so unnötig. Zum Beispiel jetzt. Okay, Smog und Shiggy. Smog und Shiggy in der Nähe. Smog und Wolf ist der Part für Smog. Ich wette, Berattini und Shiggy sind... Leider jetzt nicht, Mann. Berattini ist schon gespawnt, das ist gar nicht mal auf der Karte. Hey, bei mir ist nicht mehr. Ja, Wage Worte, Demi, wage Worte. Gott, hier ist eine gelbe Arena, sollen wir die doch kicken fürs Video? Ja, und Team wollen. Gelb? Ja. Wir supporten Team Gelb nicht. Toll. Wir kicken sie nur. Wir kicken sie jetzt. Ich hab's nicht gekickt. Ich bin dann los. Wow. Ja, ich hab schon. Hypno. Hypno. Und? Der Hypno war damals ein Monster. Ah, ein wunderbares Hypno. Mit? Das ist ein Psychoschock und Konfusion. Naja. Wie klappt es? Ich hab keine Ahnung, Mann. Was ist denn drin? Taurus, Enteron, Arcani. Hört ihr? Taurus, Enteron, Arcani sind in der Arena. Alter, das waren Zeiten. Wieso filme ich das? Das neue erworbene Lapras. Alter, so sah das Arena-System damals aus, Leute. Das gute alte Arena-System. Ich probier's mal mit reinem Wasser-Team. Oh mein Gott. Ist so heute zu diese schwer. Nostalgie. Wie das aussieht, Mann. Oh mein Gott, wie das aussieht. So, mein Lapras ist schwächer. Das gute alte System. Das kann Eis wurde mit Blizzard. Geht ganz schnell. Ausgewichen, das ist auch wichtig. Das Timing da. Ja. Und jetzt noch den Blizzard hinterher und das ist vorbei. 1034, Alter. Und das ist in der Arena. Komisch, der Blizzard dauert ein bisschen, bis er wirkt. So, das war kein Problem. Endogon 1040. So, weiter geht's. So, kurze Unterbrechung von meinen eigenen Werbeblöcken. Enteron wird fertig gemacht. Es hat 1040. Schaut, der Blizzard jetzt zum Beispiel hat es nachgewählt, hast du gesehen? Ja, Blizzard kommt immer mit Verzögerung, aber. Jetzt kommt es ja kaum. Akani 1600, damals eigentlich ziemlich krass. Er kämpft so mit Eis gegen Feuer, aber okay. Das ist halt eine richtig schlechte Arena. Seht ihr, wie wenig Blizzard. Oh mein Gott! Während des Videos haben wir ein Abo bekommen. Red MP Tio Shigo, danke für dein Abo, Mann. Machen wir einen Wechsel. Weil ich benutze gerade dasselbe Setup für das Video aufnehmen wie zum Streamen. Dementsprechend kommt das und verschwindet einfach nicht. Ausgewichen. So, mächtiges Gagados. Und jetzt die wieder. Das ist vorbei. Vorbei. Sehr gut. Alter.
Wollen die mich verarschen jetzt? Ich muss das mal ausschalten hier. Ich hab das doch ausgeschaltet. Ja, okay. Was ist denn zu rein, Dimitri? Da hast du deins neu. Sorry, Leute. Setz dich mal lang. Oh, okay. Schaut dieses alte Arena-System an. Zu geil. Wir sehen können krasse Pokémon, hab ich gesagt. Garados hast du reingesetzt. Maruni, das war jetzt einer, der im Umkreis war, von jemand anderem. Das ist mein Garados. Garados 1-9 ist eigentlich ziemlich krass da, für damals. Junge, setz doch schnell rein. Hab ich doch. Achso, das hat doch gar nicht geupdatet. Was ist das für ein Bauer mit seinem 900er Dragonier, Mann? Das ist bestimmt der. Ja. Damals kann man es nicht wissen, weil damals hat echt jeder gespielt. Also ich setze mein stärkstes Pokémon ein. Okay! Was für eine Folge, Mann. Das war's für heute. Ich bin nicht stolz auf diese Folge. Schauen wir mal, was mit der ganzen... Also 16 Minuten, das hätte ich locker auf 5 Minuten runterklappen können. Ich hoffe, und da ist magisch mit dem Yu-Gi-Oh! Outro. Was soll ich sagen? Die alten Folgen, manche Sachen sind echt lustig. Manche Sachen bringen echt geile Erinnerungen zurück, Nostalgie pur. Und bei den meisten, da frage ich mich einfach nur, was ich mir gedacht habe, wieso ich das drin gelassen habe, wieso ich das nicht weggeschnitten habe. Also echt interessant für mich zu sehen, videotechnisch. Aber ja, das war's von mir. Schaut auf Facebook, Instagram vorbei, zwecks Sachen bezüglich Dortmund. Und ich erhole mich noch von Dortmund. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video hier seht. Und dann kommen demnächst auch die Videos aus Dortmund. Also bleibt dran. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr dieses Video gesehen habt oder nicht. Und ansonsten folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.